Hi, wir drehen heute mit den Freuds. Oh Gott, Gott, sind das viele Namen. Dr. Freud, wofür steht das nochmal? Genau, unangenehm. Wir gehen dann weiter und leiten jetzt über zu seht ihr jetzt? Heute ist nämlich Mio Mio unser Partner. Heute geht's mal wieder um meinen Partner Mio Mio. Falls ihr da mal zuschlagen wollt, solltet ihr das definitiv tun und mich und Mio Mio natürlich verlinken auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, wenn ihr eure neue Lieblingssorte von Mio Mio mal probiert. Meine ist natürlich die Cola und natürlich auch die neue Sorte. Welche könnte es wohl sein? Findet's doch mal raus, geht in den Store und holt euch eine Mio Mio. Bis dahin, guten Durst und weiter geht's mit dem Video. Danke, dass ihr die Werbung geguckt habt. Bei 2 Millionen Abonnenten kriege ich übrigens einen Gaming-Kanal von Julian Bam. Die haben einfach nichts gesagt, aber sollten sich zum Intro dazusetzen. Aber seht ihr jetzt dann intensiver, wenn die was bestellen. Und natürlich, meine eigene Kochmarke kommt bald raus, ne? Bei fifi.gg könnt ihr euch noch vollgeballert am Anfang nicht mal nett Hallo ab ins Video, sondern da könnt ihr euch E-Mail ertragen, dann geht's in den Newsletter. Ist so Zeug. Ja, ist noch nicht da. Kommt, wieso nicht? Das kommt ja, jetzt gerade aus Portugal. Ja. Wirklich Portugal. Aus Portugal. Aus. Viel zu schwierig da. Viel zu schwierig. Problem. Aus Holland haben wir auch Sachen. Bretter. Aus Papier. Oh. Aus Deutschland selber. Aus Mönchengladbach. Aus Jüchen in der Nähe. Also könnt ihr jetzt bei fifi.gg Newsletter eintragen. Im Oktober launchen wir. Wenn du den Gaming-Kanal von Ju kriegst, darf ich einen Tag Content machen? Ich sag euch jetzt, was wir machen, wenn ich den habe. Aber wir schneiden es nicht da rein. Aber die Reaction von euch filmen wir dann wieder. Haben wir schon bei ein paar gemacht. Weil ich hätte euch auch gerne dabei. Okay, seid ihr bereit? Erzähl euch jetzt. Geil, hab ich Bock. Geil, hast du Bock? Krass, Alter. Aber da, also, wow. Also auf so eine Idee zu kommen alleine, mega. Ja, wir gehen rein ins Bestellen. Hi, ich bestelle jetzt für die Jungs. Ich habe mir was richtig Süßes rausgesucht. Ich gehe den klassischen Weg bei denen, einfach nur, weil ich da einen großen Rundumschlag habe. Ich bin beim schlecht bewertetsten Pizza-Lieferservice. Guck mal, Pommes leider labbrig, Nudelgerichte, Pizza. Absolut lecker. Für eine Pizza warte ich keine Stunde. Da war ich auch noch, die war auch noch lauwarm dazu. Noch sehr enttäuschend im Geschmack. 60 Minuten Lieferzeit. Alles top, alles bestens. Essen war lecker. Not good food, kein gutes Essen. Auf Englisch und Deutsch. Da muss man sagen, international wird man hier auch betreut in Berlin. Ich würde mal gucken. Eine kleine Tomatencremesuppe finde ich ist erstmal richtig für die Jungs, dann wird der Bauch ein bisschen warm. Ich glaube, mit dem Salat mache ich denen keine Freude. Aber heute kann ich ja bei so kulinarischen Meisterleistungen, die hier höchstwahrscheinlich von denen auch aufgebracht werden, auch erstmal reingehen in so eine komische Pizza. Boah. Hilfe, was ist denn jetzt passiert? Hat jemand gerade, glaube ich, seinen Penis gezeigt von denen. Das machen die aber zu dritt untereinander immer häufig, aber so, dass kein anderer guckt. Pizza Chicken Curry. Kann ich das jetzt machen? Hähnchen mit Ananas und dann eine Currysoße hier oben drüber. Keiner würde das jemals bestellen. Heute kriegen sie es von mir. Nur für 12,19 €. Aber ist auch eine Großpizza, 32 cm Durchmesser. Ach, das ist doch... Eieieiei. Tagliatelle. Salmone heißt das. Aber ich sag euch mal kurz, was drauf ist. Wir haben Lachsstreifen. Alright, bis hierhin. Brokkoli und Lachs finde ich schon immer komplex. Aber das ist dabei. Dill zu Lachs super. Aber das wird alles angemacht in einer Hummer-Sahnesoße. Hummer und Lachs ist schon... ja, das ist eine tolle Frutti di Mare. Also es wird mal spezieller. Dazu noch ein Burger. Wir haben hier ganz viele interessante Sachen. Zum Beispiel den French Burger mit Brie, Preiselbeeren, Tomaten, Zwiebelnsalat, Gewürzgurke. Könnte aber auch geil sein. Oder wir bestellen denen einen scharfen. Das scharf, scharfen Thema. Okay, dann gehen wir mal in einen scharfen Burger rein. Wir machen die Hot Chili Soße dann natürlich drauf. Nochmal als extra. Und mehr kann man da nicht auswählen. Oh, was ist denn hier? Alkoholische Getränke. Was ist denn Lech? Bist du 18? Ja. Jack Daniels Lynchburg Limonade. Jack Daniels hat eine Limonade. Das bestellen wir doch mal für die. Ich bin bei 58 €. Ich glaube, alle haben was Gutes zu essen. Schauen wir mal, wie die gleich darauf reagieren. Also, wir haben wirklich eine ganze Menge Restaurants, die wir alle noch nicht ausprobiert haben. Wir haben hier so viele. Wir haben bei 2 oder 3 bestellt, ne? Das da ist Abstand es. Am schlechtesten oh, 2,8 Sterne? Ja, 2,8. Ich habe persönlich, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe persönlich noch nie bei irgendwas bestellt, was unter 4, hatte. Das Erste, was da drauf steht, ist Crepe mit Nutella bei der Mexikaner. Aber wir wissen ja, Fisch ist das Richtige. Was? Freddy mag gern Fisch? Es gibt Sahne-Tequila-Soße. Sahne-Tequila-Soße? Fisch in Sahne. Die Flocki-Sahne dann nicht so? Keine Ahnung. Warte mal, was ist das? Salmon al Tequila. Ja. Der gebratene Lachs mit grünem Pfeffer, Sahne-Tequila-Soße, grünem Salat. Ich würde sagen, wir nehmen das Mexiko. Kartoffelspalte. A la Mexiko, a la Tequila und dann noch ein. Und dann noch was er essen kann? Dann noch irgendwas, was nicht beschissen ist. Was sind denn Gamerones?
hast du so ein Steak verkackt, der aber so. Aber bitte so ein ekliges Überbackenes. Was ist denn à la Rancher? Ranchero. Mit scharfer Ranchero. Mit scharfer Soße und Käse überbacken. Yes, let's go. Oh. Frittierten Kartoffelspalten. Komm, wir haben es. Okay, dann packen wir das auch noch rein. Oh, Burrito Dulce. Mexikanisch mit Apfel und Mango gefüllter Weizen. Das ist ein süßer Tortilla. Und Sahne Erdbeersoße klingt aber auch. Mal, das könnte geil sein, aber es könnte auch. Komm, das, ist, das, das haben so komm, die Chance 50-50. Wir hauen da noch Sachen rein. Komm, hau rein. Und es gibt noch Chicken Nuggets mit Sauerrahmsoße. So. Ich hoffe, Freddy hat Hunger mitgebracht. Oh mein, was? Naja, es sind halt 75 Euro. Eine Person. Dicker. Aber das letzte Mal Freddys oh Handy. Oh Gott. Die Bestellungen sind angekommen. Wir haben jetzt hier alles versammelt. Also erstmal muss ich kurz mal sagen, ich habe ja für drei Leute bestellt und hier für eine Person. Ja. Das seid ihr, das bin ich. Ja, wir sind so ein bisschen eskaliert, ja. Was möchtet ihr, ihr seid ja Gäste, ne? Ja. Was möchtet ihr als, soll ich erst eures essen oder wollt ihr erst probieren? Ich habe Hunger, ich esse auch gerne zuerst. Ihr habt Hunger. Oh. Yes, basic. Das ist ein Basic, das ist was Schönes für dich. Seht ihr da hier den ganzen Käse mit dem Ketchup, der aber ist lecker. Richtig nee, durchgewapst. Das sind diese Fertigdinger, die du, aber die nicht gefroren sind, nee. Sondern die du so. Das hier ist noch Berliner Qualität. Hier wird Burger groß geschrieben, mit großem B und der Rest ist scheiße. Er hat da gerade am Rand geblubbert. Oh, nee. Er hat am Rand gerade geblubbert. Nee. Paul geht rein, oder? Ich gehe jetzt einfach. Paul geht rein. Also ich sag ja immer, wenn man danach duschen muss, ist gutes Essen, ne? Ja. Oh Paul, das sah gut aus. Warte, komm, ich komm gleich mit rein. Hältst du mir, während ich abbeiße? Mm-mm. Er ist noch warm auf jeden Fall. Sollte ich sagen, dass es ein Spicy Burger ist? Macht das was? Ist das spicy? Spicy? Warum denn immer, wenn man so einen Hot Burger bestellt, so null. Hot Spicy, und ja, dann habe ich extra noch die Chili-Soße ausgewählt, da kommt dann nichts. Nee, es ist so ganz minimal, so ein kleines Prickeln auf der Zunge, aber. Gar nicht! Das ist ein Sweet Burger, finde ich. Flo war ich hätte gerne Serviette. Flo ist dabei. Serviette? Flo mag das, den doch sehr. Also Bun ist halt das klassische zu kaufende Bun. Hm. Es schmeckt. Patty ist das klassisch zu kaufende Patty, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Diese. Was ist denn los? Knorpelkalle ist am Start. Willst du auch mal reinbeißen? Boah, nee, ey, ich glaube, ich habe genug zu tun gleich. Okay, ich muss mal kurz meinen Magen Captain so ein bisschen. Knorpel ist direkt in meinen Mund gesegelt, Alter. Und das, jetzt bin ich raus. Ah, das ist aber so ein Burger, den kriegst du bei so jedem Laden, ja, der richtig. So Döner, Pasta, ja, Pizza, Döner, Burger. So, das ist so der. Ich habe auch direkt für dich noch vorgesorgt, damit, weil ich wusste, du probierst ja. Ich habe hier noch eine exklusive Jack Daniels Geschichte dir geholt. Oh, was ist das? Weiß ich nicht. Da steht Lynchburg Limonade. Oh, Lynchburg Lemonade, das ist mega. Danke. Weil ich dachte so, für ein, trinkst du Alkohol? Ja. Noch? Das ist für mich eine 2,8 von 5. 2,8 von 5, über Durchschnitt. Den würde ich mir, wenn ich richtig Hunger habe, würde ich mir die komplett hinterzimmern und wäre happy. 1,8 von 5 wegen Captain Knorpel. Ich finde ihn auch ein bisschen besser als Durchschnitt. Ich gebe ihm 2,6. Spannend. Hier ist euer nächstes Thema. Ich dachte, ich probiere mal was Neues, weil es ist so eine Sache, die, wovor ich immer Skrupel hatte, aber ich dachte, für euch ist es schön. Oh, das oh Ananas-Hähnchen, oder? Es ist eine Currypizza. Currypizza. Mega. Aber Currypizza mega? Ja, habe ich früher gegessen. Ist echt, ist was? Echt so. Ich sag's euch, wie es ist die schlecht bewertetste Pizzeria, bei der ich echt bestellt habe. Ne? Ja, dafür finde ich, ist das sehr gut. Ja. Aber sie lässt sich schneiden wie so, naja, es ist Gummi. Ja, das tun auch. Das ist wahnsinnig trocken. Bei Ananas bin ich eigentlich nicht so Fan, aber auch hier, guck mal, am Rand. Ja. Sieht man ein bisschen aufgegangen ist. Hier, da ist auf jeden Fall Luft am Start. Und immer ein gutes Qualitätsmerkmal. Unten drunter ist auf jeden Fall Semola dran. Also das ist gar nicht trocken. Oh mein Gott. Alter, das ist Huhn trocken. Also wie kann man denn so trockenes Huhn irgendwo reinmachen? Das fällt dir aber nicht auf, wenn da mehr Ananas drauf ist. Also ich würde das aufessen. Ich glaube, wenn das heiß wäre. Ist es noch viel geiler, und ja. Und ich krieg das. Ich gebe dem eine 3,2. Ja. Ich dachte, damit erwische ich euch ganz eiskalt, aber ich hab mal wieder unterschätzt, was hier sonst solche Mägen waren. Ich glaube, das kriegt eine 3,5, wenn das heiß ist. Ja. Was also, ihr? Lieferpizza ist immer ein Problem. Hm. Ist nie gut. Ich würde ihr eine 2 geben. Hm. Ich ziehe aber für die Ananas prinzipiell einen ab. Was? Ich gebe aber wieder einen drauf für die Nostalgie. Ich bin bei 2. Mein Problem ist, ich habe auch so Knast gerade. Ja, aber ich finde es viel besser als den Burger. Ja, deutlich. Echt jetzt? Ja. Den Burger fand ich viel stabiler. Die Pizza ist aber 3,2 von mir. Wer hat den Rand liegen lassen? Ich. Hast du den Rand liegen lassen? Ja. Ich möchte nur mal kurz sagen, eins davon könnte eine Suppe sein. Ja, ich glaube, das hier ist weil eine Suppe. Weil eigentlich wollte ich euren Magen aufwärmen und natürlich den Liefertest machen. Also ja. Bei Lieferleuten immer nur Suppe bestellen. Das so zu liefern, ist mutig. Mutig es. Fuck. Oh, die Lachs-Tagliatelle. Oh, das riecht. Moment mal. Die Lachs-Tagliatelle hört sich ein bisschen so an. Das riecht muffig. Also, es ist Lachs mit Brokkoli, finde ich überhaupt eine extrem schwere Kombi. Ja. Aber was richtig spannender daran, muss ich sagen, ist die Hummer-Sahne-Soße, ja, in der das gemacht wurde. Die Brokkoli verstehe ich nicht. Ist eine also, Cherry
Tomaten fühlig. Vielleicht noch ein bisschen salzig. Hast du mir auch eine Gabel? Der Fisch ist so scheiße wie das Hühnchen. Der Fisch ist sehr fischig. Also die Nudeln wirken etwas zerkocht. Habe ich ja schon gesagt am Anfang des Formates, dass ich keine Gewährleistung für Lebensmittelvergiftung nehme und die Ausfälle, die dann auf euren Kanälen passieren. Haben wir auch nicht. Wir auch nicht, ja. Achso, ja, aber ich esse ja nicht. Ich nehme nur in den Mund und dann spucke ich immer später aus in unsere Tupperbehälter. Oh, das mag ich gar nicht. Die Nudeln sind so totgekocht, dass ich die richtig eklig finde. Ich weiß nicht, was der Brokkoli da drin will. Das riecht, als hätte da jemand reingefurzt. Ja, wirklich, das ist schlimm. Ich habe dann aufgemacht und habe so kurz... Mein Team hat ja gerade noch B-Roll gemacht. Manchmal passiert das. Die machen ja wieder zu. Beide? Hä, was? Die Soße ist auch ganz schlimm fettig. Ja, also ja, nur, sie ist richtig es ist fettig. Wie Öl in einer anderen Farbe. Ja. Danach kannst du saufen wie ein Loch. Ja, wenn du überhaupt noch überlebst den Abend, muss man sagen. Ich gebe dem Fischgericht gebe ich 1 von 5. Ich bin hier 3,5. Was? Ich bin da. Das ist eine 1. Das ist eine 1. Das ist eine 1. 0, bin ich ganz ehrlich. Das geht überhaupt nicht. Guck mal, handwerklich schlecht gemacht. Nee, da seht ihr, zusammengerollte Tomatenhaut. Handwerklich ganz schlecht. Das gibt direkt einen Punktabzug hier. Welchen Punkt? Die ist eine Null. Die ist einfach eine Null. Die ist drüber. Die ist einfach nicht mehr da. Also ich bin nicht bei Null Punkten. Ich sag ganz offen, das ist so die Standard-Tomatensuppe, wie du so beim Italiener kriegst, mit so einem Kleck Sahne drauf. Was? Ich habe noch nie so schlechte Tomatensuppe, Ich nehme jetzt den dritten Löffel. Also selbst im Dönerladen kriege ich was. Warum ist das denn so? Schön. Das ist normalerweise die Soße für die Nudeln. Gönnen wir uns mal ein bisschen Bolo. Guck mal, ein bisschen Bolo hier rein im Mund. Och nee. Die hat gar keine Konsistenz mehr. Ja, die ist einfach nur perfekt al dente. Die wird in der Tomatensoße nämlich gemacht. Also für die Überraschung zieh ich noch mal einen halben ab. Es kriegt einen halben Punkt von mir. Wir müssen jetzt das hier noch kurz probieren. Ich möchte mich erstmal für das leckere Mahl bedanken. Na du, gerne. Also ich merke, Paul ist gut versorgt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch mal beim Burger rein weiß. Die Pizza fand ich okay, davon würde ich echt noch ein Stück essen. Hey. Das Das ist Facebook Lemonade. Hey, Was ist das? Es ist Sprite mit Jack Daniels und noch irgendwas. Aber es zieht hier alles kaputt. Vielleicht ist es auch eine Allergie. Boah, das Whisky ist so ein Sauerzeug. Halt, ja, ne? Ja, tatsächlich, aber das ist so ein Sodbrennmacher. Also halbe Dose musst du auch ganz nah. Es geht in meine Augen rein. Ich mach mal den Schnelldurchlauf hier. Ja, es ist eine Beilage anscheinend. Es ist eine Beilage. Also ich würde jetzt erstmal so ein bisschen Blumenkohl reinpfeffern. Schön. Oh. Das ist eine Beilage? Das ist richtig geil, weil das ist super trocken. Und das liebe ich am meisten. Ganz trockenes Gemüse. Das muss nicht so vorsichtig sein. Da ist ja keine Flüssigkeit drin. Das ist wirklich gar nichts. Nicht mal Öl bei. Das ist gar nichts drin. Kannst du per se auch einfach das so als Mensch ärgerlich nicht Figur benutzen. Das schmeckt ähnlich. Da bin ich auch zügig bei sowas. Das ist eine klare 1 von mir. Das musste einfach sein, weil es ist ein Mexikaner und er hat einfach angeboten Chicken McNuggets. Die sind aber die besten immer, muss man sagen. Weil die sind nämlich immer so luftdicht verpackt, dass das schön feucht ist alles. Ja. Und auf gar keinen Fall nach oben geschmeckt. Oh mein Gott, es ist richtig weich. Super lecker. Du isst im Prinzip nicht nur Panade, sondern auch Mehl. Das ist aber auch original McDonald's am nächsten Tag im Auto. Ja. Zu denen erstmal ist eine ganz klare 1. Im Prinzip ist es auch schön, einfach mal zwischendurch diesen Tampon rein schieben ins Maul, aber muss auch nicht sein in Form eines Chicken Nuggets. Oh, das sind Wedgies, ne? Das ist mein Favorite. Ich sag's immer wieder, du kannst so viel besser machen, wenn du besser verpackst. Und natürlich auch immer wichtig bei bestellten Wedges oder Pommes erstmal für die Kamera, für den Sound, den Crossheiz-Test machen. Ja. Ja, geil. Guck mal. Vielleicht musst du das wie bei so einer Edamame so auszutschen, weißt du? Ja. Also ich würde sagen, bis dato haben wir den deutlich schlechteren Laden gefunden. Es ist auf jeden Fall eine 1, ja. Ich gehe mal so ein bisschen in Hauptspeisen rein. Ja, ich liebe alles daran. Was ist das denn? Das ist ein Salat. Wow. Was ist das denn? Das macht man doch nicht. Das ist ja wirklich der Inbegriff von diesem... Hä? Was ist denn Warum das? Ist denn hier? Was ist das denn? Hä? Das ist gerade mal so Culinary School, weißt du, und übt so Obst schneiden, um es schön anzurichten. Das ist der Schwan. Guck, warte. Was geht denn das? Hey, unsere halbe Honigmelone muss auch noch raus. Aber ihr müsst jetzt den Salat auch genau hier oben probieren. Der schmeckt bestimmt super nach Hause. Nee, der ist so braun. Oh. Das Braune ist dieses komische Balsamico-Dressing. Schmeckt ganz normal, ja. Schmeckt nur nach Orange. Mann, oh. Ich hab's Gefühl, ich trinke Orangensaft während des Salats. Oh Mann. Die Orange Balsamico auf jeden Fall, das wird in meinem Leben gefehlt hat, sag ich. Aber guck mal, du hast einen Salat right. und einen Obstteller. Die Honigmelone ist super geil. Also die Honigmelone ist gut, ja. Ich sag, das ist bis dato mein Favorite, ne? Ist auf jeden Fall eine 1,5, sag ich dir. For real? Ja. Die Honigmelone schmeckt wie eine Honigmelone. Also, warum?
Wir müssen erklären. Also es ist ein Lachs, Öl ne? Ja, liebe ich ja. Ich bin ein großer Lachs-Fan. Ah, es ist direkt die gute. Moment mal. Direkt die gute, als wenn da noch eine zweite gleich kommt? Wir haben Lachs in zwei Soßen. Das hier ist eine Tequila-Sahnesauce. Ja, das ist eine Tequila-Sahnesauce. Oh mein Gott. Der Lachs sieht gut aus. Oh, das ist so schön juicy. Da kannst du direkt einfach als Kohlebrikett nochmal irgendwie nochmal Deutsche Bahn ein halbes Jahr von fahren. Oh mein Gott, du musst sehen. What? Ja, das ist auf jeden Fall durch, glaube ich, im Fachmund. Boah, wir haben alle eine Lebensmittelvergiftung danach, ne? Boah, scheiße. Zieh durch, Junge. Oh, er muss es richtig kauen. Tequila-Sahnesoße, ist es die Offenbarung? Na komm, wir gehen mal rein hier. Ich bin immer noch nicht fertig gekauen. Ja. Ich bin doch schon bei 35 Mal kauen. Das Erste, was ich im Mund habe, ist Grillaroma. Ja, das stimmt. Danach kommt ein sehr, sehr schmerzhafter, im Hals ziehender Butterkicker raus. Sag mal ehrlich, wenn ich dir das jetzt Blindverkostung gegeben hätte, hättest du auch gedacht, Hähnchenbrustfilet, oder? 100%. Ja, oder? Trockene Hähnchenbrust. Ja. Es schmeckt auf jeden Fall nach allem, aber nicht nach Lachs. Nee, null. Aber ich muss sagen, also die Sahnesauce ist halt fett ohne Ende. Aber ich finde sie geschmacklich ganz es okay. Es brennt so im Hals. Ich weiß nicht, wo du das Wort okay hier hernimmst. Was würdest du sagen bis 5? Das ist eine 1. Ja, okay. Sind wir uns also da einig? Definitiv. Also der Lachs ist, schlechter kannst du Lachs nicht machen. Ah, du siehst jetzt noch die Nummer. Den einen Punkt gibt es wirklich nur für das Holzkohlegrillaroma. Das war ganz okay. Wir essen Lachs diesmal mit was, bevor wir es öffnen? A la Mexiko. A Mexiko. Ja. Hola. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mexiko, wir halten fest. Wir haben eine alte Limette oben drauf liegen. Die wirklich, also die Limette ist schon so gealtert wie manche eine Oma. Warum ist denn Flo das jetzt? Das sind ja meine. Nee, ihr hattet jetzt schon so viel Lachs. Ich brauche jetzt mal einen Lachs. Der Junge hat Sport gemacht. Also es ist schon wieder auf dem ähnlichen. Alter, ist das scheiße. Das ist Chicken, ne? Hähnchen, sag mal ehrlich. Das ist wirklich Chicken. Es ist Chicken. Aber also ich muss ganz kurz sagen, es schmeckt weniger, also noch weniger, also es ist Chicken. Warum brennt das so? Das ist ja mega sauer. Das ist, das ist zum Beispiel so eine 0,000. Das ist für mich eine 0,0. Du kannst es nicht essen. Boah, das brennt dir, ätzt dir wirklich den Hals weg. Das da kannst ist eine 0,0. Der Lachs ist eine absolute Frechheit. Das ist das beschissenste an Fisch, was ich jemals auch von einem Lieferservice gesehen habe. Aber wir wollten dir ja noch was gönnen. Ah, okay. Oh, das schön, ist, ey, Leute. Feini. Das ist ein Rumsteak mit Käse überbacken und Salsa. Medium, ne? Medium ist wahrscheinlich so. Aber guck mal, Grillmuster 1. Wirf auf das rosa als nee, oder? Hallo? Vielleicht haben wir es nur falsch eingeschätzt. Also Fleischladen. Also auch sowas, was ich schon mal essen wollte, ne? Salsa Steak mit Käse. Warum ist es scharf? Also erstmal, kein Salz in der Soße, fuckt mich ab. Ich bin schon wütend auf so einem Grundlevel. Aber da kein Salz mehr reinzumachen bei so viel Tomaten, da muss er irgendwie mal, das ist ja basic wissen. Dann wird es scharf, aber wieder so scharf aus, guck mal, wenn man das hier öffnet, da sippscht so eine durchsichtige Flüssigkeit raus. Es ist nicht mehr Tomatensauce, sondern da ist wieder Wasser. Ja, aber es ist so Tabasco-Schärfe, aber nicht auf einem Essig-Level, sondern irgendwas anderes, was damit schwingt. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr stark hochkonzentrierte Zitrone. Oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie diese Plastik-Zitronen mit dem Zitronenextrakt dabei machen, weil das tut nämlich unfassbar weh im Gaumen. Und ich esse ja nur sauer und unfassbar gerne. Aber mir tut das weh, was in der Soße ist. Mir tut das weh, was ich da sehe. Das Traurigste hier dran. Nur vom Fleisch her, ja. I had worse. So, das ist tatsächlich und das Ding. Gönnt sich wieder richtig. Oh, es brennt dir die Fresse weg. Es brennt dir die Fresse weg, ist nicht alright. Digga, ich beiß nur auf Knorpel. Ja, gut, da war es jetzt selber spannend. Also es ist halt fucking nicht, scharf. Es ist übel scharf, ne? Aber unangenehm scharf. Guck mal, wo die Schärfe herkommt. Das ist Chili oder so. Nee, ich will das. Wenn du scharfes Wasser trinkst. Es ist nicht gewürzt, aber es brennt dir die Fresse weg. Es ist so Irrsinn. Oh, ich hätte gerne das Steak eigentlich probiert, aber es war eigentlich nur Knorpel. Das ist ein Rumsteak? Ja. Dann habe ich wahrscheinlich gerade den Fettrad gegessen. Aber wie brennt das? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht zuordnen. Jetzt was Süßes. Wir gucken jetzt erstmal. Was habt ihr gesagt? Eine 1. Also ich bin bei dir bei einer 1. Ich verzeihe jetzt mal den ersten, bis der zweite war okay. Ja, die Soße hat einen chemischen. Ja. Freddy,
Danke, als Wiedergutmachung einen schönen krossen Crepe. So frisch gefaltet und dann nochmal die Ecken. Das ist ein Weizenmehl-Tortilla. Nein, das ist kein Tortilla. Das ist ein Burrito Dulce. Ja, Mann, oh, warum sind wir dieses auf dem Waffeleisen, ey? Wer macht denn Burrito aufs Waffeleisen? Aber auch nur teilweise, nicht mal ganz gelegt. Och Mann, was ist denn drin? Nutella wenigstens oder so? Milchcreme. Milchcreme, oh nee. Da sind auch Erdbeeren drin. Oh Mann, warum eine Milchcreme? Warum ist das so braun? Warum schmeckt braun nach Erdbeer? Ich möchte das nicht. Aua, aua. Ich sterbe. Was bist du jetzt? Wir haben dir gefallen tun. Oh, es wird immer schlimmer. Das ist mehlig. Warum ist da Dreck dran? Was? Diese braune Creme ist ja furchtbar. Ja. Die ist bitter wie dunkle Schokolade, aber schmeckt ein bisschen nach Erdbeere. Das ist bei mir wieder eine 0,5. Ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, in der ganzen Zeit, wo wir bestellen, dass jemand so kontinuierlich wirklich so reinscheißt mit so vielen Sachen. Ha! Berlin! Da hat Berlin mal wieder absolut gewonnen, muss ich sagen. Aber also, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr mit mir ein bisschen bestellt habt. Wir kochen jetzt hier ein bisschen weiter, aber meistens essen. Ja, gerne, ne? Also, es sei euch gegönnt und gesponsert. Ich finde es aber schön, also es ehrt dich sehr, dass du es noch schaffst, Danke zu sagen. Nach dem Essen. Speziell. Ja, ich liebe euch ja. Freddy, guck mal hier. Nee, ich möchte da nicht mehr drauf gucken. Das ist wie Moses, der die fucking Sahne teilt. Mach das weg! Da ist auf einmal ein Schrimp noch drin oder so. Nee, tschüss jetzt, tschüss! Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!